Ich eröffne die heutige Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Waldstätten, TuS im Essen. Endstand 31:28, Halbzeit 12:10. Zur Pressekonferenz begrüße ich die beiden Trainer vom TuS im Essen, Jamal Naji, und unseren Trainer Jens Bürgle. Es war ein sehr spannendes Spiel, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Was ist passiert, dass die zweite Halbzeit dann plötzlich so weit zurückgefallen seid? Ja, erstmal Glückwunsch an Balingen und vor allen Dingen an Jens für diesen verdienten Sieg. Ich fand es gefühlt nicht eng, also es hat sich aus meiner Perspektive nie eng angefühlt. Ich fand, dass Balingen heute sehr dominant aufgetreten ist. Der Spielstand von -2 schmeichelt uns sehr. Das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das in der Halbzeit gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jens da in der Halbzeit mit dem +2 nicht zufrieden ist und dass wir trotz der Tatsache, dass wir vielleicht heute nicht gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben, dennoch alles drin ist. Dann fangen wir leider in der zweiten Halbzeit mit 4-5 nicht so guten Entscheidungen an. Balingen kriegt einen schnellen Lauf, ich weiß nicht, 4-1, 5-1 Lauf irgendwie gefühlt so. Und ja, das halten sie dann. Wir probieren relativ viel in der Abwehr über eine 5-1, 4-2, 4-2, nachher dann sogar Manndeckung. Aber Baling hat immer wieder diese Nadelstiche gesetzt. Und am Ende des Tages muss man das neidlos anerkennen. Baling war heute auf alle unsere Dinge sehr, sehr gut vorbereitet. Das hat man gemerkt. Da hat Baling viel Video betrieben. Und ja, wir hatten einfach Probleme, das dann anzupassen oder die Sachen, die nicht funktioniert haben, dann aus unserem Spiel zu eliminieren, neue Dinge reinzubringen. Da muss ich auch mich an meine eigene Nase fassen, was die Anpassung angeht. Das haben wir heute einfach nicht gut hinbekommen und am Ende des Tages gewinnt Balingen das sehr verdient, auch in der Höhe. Vielleicht sogar hätte es ein bisschen deutlicher sein müssen. Ihr habt jetzt den direkten Vergleich, aber trotzdem gewonnen. Tröstet es etwas oder ist es jetzt im Moment völlig egal? Ja, jetzt in dem Moment ist das völlig Schnuppe. Tatsächlich in der 52. Minute habe ich dann auch ein bisschen darauf gespielt, dass wir den direkten Vergleich nicht verlieren. Das war aber so eine, da war ich ein bisschen in so einem Paradoxon. Du willst aufholen, willst aber auch nicht Balingen davonziehen lassen durch diese offene Deckung. Als es dann bei +4, +5 war, habe ich dann auch gemerkt, dass Jens das auch im Hinterkopf hatte und wollte dann nochmal eine aktive Abwehr haben. Aber da haben wir auch unsere letzten 3, 4 Angriffe dann ein bisschen ruhiger gespielt. Weil wir diesen direkten Vergleich eben gewinnen wollten, genau. Danke. Jens, dann möchte ich auch dich um dein Spiel zusammenfassend bitten. Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin erstmal sehr zufrieden. Es war ein bisschen anders. Ich war in der Halbzeit und ich war sehr zufrieden. Ich sagte, ihr spielt super, ihr macht ein Megaspiel. Das Ding müsste ein bisschen deutlicher sein, aber ihr spielt super. Ja? Also von daher war ich auch in der Halbzeit schon sehr ruhig. Und dann sind wir aus der Halbzeit wirklich super rausgekommen, haben die Chancen dann auch gemacht, die wir hatten und kommen gleich mit 5-1 weg. Und diesen deutlichen Vorsprung haben wir eigentlich die ganze Zeit gehalten. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher hinten raus so ein bisschen unzufrieden, weil ich auch so dieses Gefühl hatte, das Ding nimmt uns heute keiner. Und ich wollte diese 7, ja, diese 7 Tore. Und ich glaube, wir hatten auch die Chance, es zu machen. Und hat uns dann wirklich mit dieser offensiven Abwehr dann schon auch ein bisschen schwer getan und dann wieder defensiv und dann sind wir in die 5-1 rein, dann hat es uns schon so ein bisschen den Rhythmus gebrochen. Und deshalb ist es ärgerlich, dass wir hinten raus extrem viele Tore dann auch noch kassiert haben, dann auch den Rückzug nicht mehr sauber organisiert bekommen, ein paar Tore in Unterzahl zu schnell bekommen. Und dann bin ich jetzt erstmal sehr, sehr glücklich, dass wir gewonnen haben und trotzdem hätte ich ganz gerne einen direkten Vergleich gewonnen, weil das, was ich bei Essen die letzten Wochen sehe, habe ich vor denen noch ganz gewaltig Respekt. Das, was Jamal da macht, wirklich Glückwunsch, auch wenn es heute nicht hilft, aber das macht einfach Spaß, euch zuzuschauen und dafür, wenn wir das sagen, das wirklich großes Kompliment. Und bei uns geht die Reise weiter, jetzt erstmal mit einem kleinen Break, aber das wird noch alles ein sehr, sehr langer Weg. Was war schlussendlich in der zweiten Halbzeit der Schlüssel, dass die Mannschaft die Chancen besser verwertet hat? Aber vielleicht ein bisschen Ruhe und dann, wenn irgendwann die Kluft so ein bisschen größer wird, dann bist du ja auch ein bisschen lockerer. Also wir spielen bis zum 6-3, spielen wir es auch schon sehr, sehr gut und müssen da gefühlt nochmal 2, 3 Tore wegziehen und auf einmal ist es eng. Auf einmal steht es dann 6-6 und die Mannschaft fängt kurz an zu wanken. Ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, aber da haben sie wirklich Ruhe behalten und sind wieder weggekommen. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Chance von Essen, lass das Ding noch ein paar Minuten länger gehen,
wo das so eng bleibt, dann weiß ich nicht, was passiert nach der Halbzeit. Dann erhöht sich natürlich für uns auch der Druck. Und irgendwie waren wir recht schnell weg und konnten mit diesem Puffer zwischendurch, glaube ich, sehr ruhig Handball spielen. Und insgesamt haben wir es einfach sehr, sehr gut gemacht. Ihre Stärken, glaube ich, gut beraubt. Auch Gegenschusstore, weiß ich nicht, wie viele ihr heute gemacht habt. Ja, ich glaube, das haben wir wirklich gut in den Griff gekriegt. Auch die 1 gegen 1 von den wirklich guten 1 gegen 1 Spielern, glaube ich, gut gestellt. Und damit hatten wir, glaube ich, schon viele Bausteine für einen Sieg hier gelegt. Jens, vielen Dank. Dann möchte ich die Pressekonferenz an der Stelle beenden. Wünsche Essen gute Heimfahrt. Alles Gute im weiteren Verlauf der Saison. Toi, toi, toi. Im Kampf um den Klassenerhalt genauso wie uns auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ha!